Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, seit vielen Jahren feiern wir an Palmsonntag die Konfirmation. In diesem Jahr nicht. Ein ungewöhnliches Gefühl, das einen beschleicht. Eine Alternative möchte ich uns heute aufschließen. Einen Text aus dem Psalmen auslegen. Für diesen Sonntag, für Palmsonntag, ohne Konfirmation. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, in schönen Bildern wird hier beschrieben, wie Gott hilft. Er sorgt dafür, dass Menschen nicht stürzen. Er hütet den Schlaf von Menschen in Not. Er schützt vor der stechenden Sonne und beschattet den Körper. Er bewahrt vor Übel und schützt die Seele. Und am Lebensende ist wiederum er da und gibt das Geleit in Ewigkeit. Diese Worte vermitteln eine Sicherheit, die wir im Leben brauchen. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ihm kann ich vertrauen, ihm kann ich mein Leben in die Hände legen. Ihm verdanke ich mein Leben und ich weiß mich von ihm getragen. Solche Begleitung und Hilfe ist ein großer Wunsch und ein Herzensanliegen aller, die angewiesen sind auf andere. In diesen schwierigen Tagen und Wochen denken wir viel an Menschen in Krankenhäusern, aber auch an Menschen in Alten- und Pflegeheimen, in Reha-Kliniken. Alle sind sie in einer Sondersituation, noch mehr als wir zu Hause. Menschen fällt es schwer, selbst ihr Leben zu gestalten und in dieser Situation noch mit dieser Corona-Katastrophe konfrontiert werden, das macht zu schaffen. Menschen brauchen die Gewissheit, dass jemand da ist und dass es ein sicheres Umfeld gibt. Unser Psalm spricht von Gott als dem Begleiter. Wir brauchen auch konkrete Hilfe durch andere Menschen. Menschen wissen nicht, ob sie die nächste Zeit noch überleben werden. Sie suchen nichts sehnlicher als eine Hand, die sie hält. Als meine Tante im Pflegeheim war, in ihren letzten Jahren, da war sie sehr unruhig, von Ängsten erfasst, die sie nicht einfach wegschieben konnte. Die hatten sie im Griff und sie kam nicht zur Ruhe. Menschen waren oft überfordert mit ihr, denn man musste viel Ruhe ausstrahlen, dass sie entspannter wurde. Betete man mit ihr das Vaterunser, faltete sie die Hände und konnte meist mitsprechen. Ein Gottesdienst wäre schon viel zu aufregend für sie gewesen. Sie brauchte Stille. Im Alter oder in Krankheit, da sind wir konfrontiert mit einem Alltag, den man nur schwer schafft. Da blickt man sehnsuchtsvoll nach draußen, nach oben, überall dorthin, wo Hilfe herkommen könnte. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ein Hoffen inmitten von Situationen, die als wenig hoffnungsvoll erlebt werden. Und trotzdem wagen die Psalmen Zusagen zu machen.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier wird Gott bekannt, der Leben schafft, der aber auch dabei ist, wenn es im Leben nicht nur bergauf, sondern auch bergab geht. Das ist eine frohe Botschaft für diejenigen, die Pflege und Hilfe empfangen müssen. Menschen, die von unseren Diakoniestationen betreut werden, Menschen, die in Heimen leben. In diesem Jahr ist das alles in besonderer Weise auf den Bildschirmen, in den Radiogeräten. Überall wird darüber geredet. Nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern auch, weil die Pflege und das Gesundheitssystem insgesamt in unserem Land auch auf dem Prüfstand stehen. Dass wir schauen müssen, wie wir das in die Zukunft weiter bekommen. Liebe Gemeinde, mit Psalm 121 muss uns vor dem Ausgang der eigenen Geschichte und der anderen nicht bange sein. Ausgang und Eingang, weggehen, aber auch wiederkommen. Es versinkt nicht in allgemeiner Depression oder Aufregung, sondern Gott steckt eine Menge Dynamik hinein und die gilt weiterhin und sowieso. Wir gehen durch die Passionszeit. Wir beginnen die letzte Woche, bevor Karfreitag kommt, aber auch das Osterfest. Und das erscheint uns zunächst einmal als ein krasser Gegensatz zum behütenden und schattenspendenden Herrn. Aber auch der Weg Jesu nach Gethsemane war von einem Herrn begleitet, der den Mond schickt und nicht schlummert. Dass Gott gegen alles Übel ist, ist auch auf der schmerzhaften Straße in Jerusalem nicht vergessen. Gottes Hilfe gilt auch am Hügel Golgatha. Von ihm kommt Hilfe, auch trotz der Berge des Leides. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Und er hat ewiges Leben ohne Leid und Geschrei und Schmerz eröffnet. Das heißt, dass wir uns nicht entmutigen lassen von schlimmen Krankheiten, von Pflegebedürftigkeit, die wir erleben, aber auch, dass uns der Tod immer wieder begleitet und wir erschrecken, wenn wir Schicksale hören, Diagnosen, wenn wir Menschen begegnen, die schweres Leid trifft oder auch die Todesanzeigen uns erschrecken. Unsere Furcht, selbst hilflos zu werden, ist angesichts des Kreuzes nicht unbegründet, aber beherrschbar. Erscheine mir zum Schilde, dichtet Paul Gerhardt in einem Passionslied. Ja, Jesus Christus soll uns zum Schild erscheinen, der uns beschützen soll vor dem Schlimmsten, vor der inneren Aufgabe. Die vielen Toten im Harburger Ellenmerkerhaus, mögen sie nun Corona zum Opfer gefallen sein oder nicht, machen betroffen. Diese Corona-Krankheit und die damit verbundene Krise machen uns deutlich, wie nötig Gesundheitswesen und Hilfe sind. So wird besonders deutlich, dass wir da eine Wunde haben, die aufklafft und in die wir die Finger legen können. Eine Wunde einer verschreckten Gesellschaft. Hilfe in allen Ebenen und Generationen durch Medizin, Pflege und Hilfe ist wichtig. Pflege ist nicht zu vermeiden. Sie darf nicht an Ausländer und Ausländerinnen abgeschoben werden, wenn die einfach keine Alternative haben und für wenig Geld das alles machen müssen. Das machen uns die momentane Zeit, diese Wochen, die wir durchleben, deutlich, wie sehr wir auch als Land wieder auf uns selbst zurückgeworfen werden. Wir müssen darauf schauen, dass wir einander beistehen
dass wir die verlängerte Hand Christi werden. So möchte ich das nennen. Dass wir mit der Hand Christi anderen helfen, dass wir ganz nah und mitmenschlich und christlich segnend helfen in den Abgründen, die sich auftun. Dann, wenn der Fuß gleitet und die Kraft verlässt, dann sollten wir selbst mithelfen, solange wir es können, und sicher sein, dass andere uns begleiten, wenn wir Hilfe brauchen. Der Psalm schließt am Ende mit einer Segensbitte. Der Herr behüte dich von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine Bitte. Die Bitte, nicht unterzugehen, nicht verloren zu gehen, sich selbst nicht zu verlieren. Je weiter wir auf der Lebensbahn voranschreiten, desto mehr droht das. Je mehr aber auch all die Helfer belastet sind, desto mehr ist es auch in dieser Gefahr. Raubbar der Kräfte ist sehr gefährlich. Doch drückt diese Bitte auch aus, dass Menschen bei Gott nicht verloren gehen. Sie werden von ihm getragen. Sie werden von ihm bewahrt, egal auf welcher Stufe des Lebens, in welchem Schicksal wir sind. Unsere Würde ist unabänderlich, auch wenn sich manches äußerlich für uns schon verändert. Gerade im Zeichen des Kreuzes ist das besonders lebendig. Gott rettet aus der tiefsten Not. Er gleistert nicht über die finsteren Täler hinweg. Er baut nicht ein Wohlfühlwolkenkuckucksheim auf. Und am Kreuz ist auch aufgeräumt mit der Illusion von Harmonie. Nein, im Zeichen des Kreuzes wird der Ernst deutlich. Den anderen in ihrer harten Lebensphase zu helfen und selbst nicht zu verzweifeln, wenn wir dran sind. Und gerade deswegen die Bitte, dass wir diesen Ausgang und den Eingang, von dem der Psalm spricht, wirklich Gott anvertrauen, in seinem letztlichen Frieden geborgen sind. Dann, wenn uns wirklich geholfen wird vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der uns über die Berge des Lebens hinweg hilft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.